Also wenn ich beim Getränkemarkt war, gell, und mir ein Kasten Bier geholt habe, dann ist das ein Grund zum Feiern, dann fahre ich heim und dann wird erst mal gefeiert, gell. Eine Leiche, die verstecke ich im Keller oder im Sack Mehl und dann schummel ich das beim Bäcker rein, gell, und dann ist das für immer verschwunden. Also mein Lieblingsschimpfwort, das kann ich jetzt nicht sagen, das brülle ich nur, wenn ich im Auto fahre, wo mich keiner hört. Das hat nur kein Mensch hat das gehört, gell? Aber ich sage immer was, nur freundlicher junger Vater, das kannst du immer sagen, so, da weiß der andere nicht, ist es jetzt bes gemeint oder ist es nett gemeint oder also ich sage immer, junger Vater! Also es kommt äußerst selten vor, dass ich zu spät komme, gell? Also fast gar nicht. Weil meistens, ihr ruft dann immer schon 5 Minuten vorher an, gell, und sagt, hey, komm ein bisschen zu spät, gell. Aber wenn ihr dann tatsächlich mal zu spät kommt, dann sage ich, was? Also, ich habe gedacht, du hast 7:45 hast du gesagt, nicht? Oder? Oder war es 6:45? Oder? Und dann verwirre ich die Leute einfach, bis sie es selber nicht mehr checken und sagen, und dann entschuldigen die sich bei mir, gell, dass die falsch die Uhrzeit gesagt haben, gell. Ich fange so an, gell. Also was gar nicht geht unter Kollegen, das ist die Butter, letzte Butter weg zum Fressen im Kühlschrank und dann nicht neue Butter nachkaufen, gell? Also geht gar nicht. Mein wichtigstes Arbeitsutensil, das ist unter anderem die Maus und natürlich meine Gitarre, weil mit der Gitarre komponiere ich alles so. Und natürlich Flaschenöffner, gell? Also ich habe immer alles zusammen dabei, Maus, Gitarre und Flaschenöffner.